So, also, herzlich willkommen in meinem neuen Live-Channel. Nein, Scherz, ich habe heute etwas mega Lässiges bei mir. Das Fräulein Glitzeritsch. Hallo! Also sie strahlt so, wie sie heisst. Sie ist so toll, wie sie heisst und sie arbeitet für Yelp. Die App installiert haben oder auch das Ganze auf dem Web brauchen, haben sicher schon Kontakt mit ihr. Sie ist sehr aktiv. Sie macht viele Komplimente und dank dem Kupfi habe ich sie kennengelernt. Hi! Hallo, Mona! Es ist mega lässig, dass wir schon schnell Zeit haben, während wir in die Niedturmbar laufen. Ja. Tatsächlich eine Bar, die das Fräulein Yelp nämlich noch nicht kennt. Oi, oi, oi! Und erzähl, was macht dich so glitzy? Was macht mich so glitzy? Der neue Zauberstab. Der macht mich total glitzy. Ich glaube, ich laufe nur noch mit dem, damit die Leute wirklich gerade auf den ersten Blick sehen. Wie lange hast du den Namen schon? Den Namen habe ich schon 3 Jahre. Okay. Und jetzt ziehst du durch? Ja. Weil ganz im Ernst, als ich das erste Mal gehört habe, also Alex Glitzer, ich dachte, leck, hey, so geil, wenn man mit dem Namen auf die Welt kommt. Und heute sagt sie mir, das ist nämlich gar nicht ganz der Name. Doch, eigentlich ist das mein wahrer Name, aber leider ist der irgendwie in der, wo die Einhörner irgendwie verschwunden sind. Angeblich ist auch mein richtiger Name verschwunden und jetzt kommt das eben alles wieder auf. Okay. Ja. Also du meinst, es ist so ein temporärer Name, den du bei Geburt bekommen hast, aber jetzt hast du quasi deinen wahren Namen gefunden. Eben genau so, Community Manager braucht es heutzutage. Liebe Damen und Herren, man muss nicht immer ein Diplom haben, um gut zu sein. Und das zeigt Alex wirklich. Also ich kann euch echt empfehlen, wenn ihr es noch nicht installiert habt, den Foursquare Killer Yelp zu installieren. Er hat noch ein paar Sachen, die für Foursquare-Janer ein bisschen fehlt. Aber anscheinend sind sie da auch schön dran. Ja. Man darf ja da so ein bisschen Feedback geben, amigs, was einem so ein bisschen fehlt. Und ja, wir sind gespannt und jetzt gehen wir uns ziehen. Ja.